bereit für den Frühling, der heuer kalendarisch am 20. März beginnt. Doch der sogenannte Vorfrühling, der hat bereits begonnen und wir haben erste Boten. Im Dunkelsteiner Wald entdeckt, ja genau, mit der Haselnussblüte. Ganz eindeutig, man sieht es. Die Blüten des Haselnussstrauchs schmecken den Bienen. Sie sind für sie eine der ersten Nahrungsquellen nach dem langen Winter. Mit Beinen voll, mit gelbem Blütenstaub kehren sie zu ihren Stöcken zurück. An und für sich ist die Haselnuss, wird die durch den Wind bestäubt. Allergiker haben damit weniger Freude. Große Freude haben verschiedene Insekten, wie zum Beispiel unsere Honigbiene. Des einen Leid, des anderen Freud. Für die Bienen sind die Haselnussblüten überlebenswichtig. Wie man sieht, tragen sie jede Menge Blütenpollen. Die tragen das an die Beine. Das sind so gelbe Höschen, wie man so gelbe Höschen anhaben. Die langen Kätzchen des Haselnussstrauchs sind übrigens die männlichen Blüten. Die weiblichen Blüten sind unscheinbar klein und rot. Und beide kommen, weil die Pflanze einhäusig ist, auf jedem einzelnen Strauch vor. Bei unseren Dreharbeiten genießt ein Admiralschmetterling die Sonnenstrahlen. Der Vorfrühling hat begonnen. Der Imker Walter Haslinger aus Neugerolding im Dunkelsteiner Wald ist Natur- und Landschaftsvermittler. Er weiß vieles über die lange Geschichte des Haselnussstrauchs. Nach der letzten Eiszeit vor ungefähr 12.000 Jahren war die Hasel eines der dominierenden Gehölze in Mitteleuropa und war auch eine wichtige Nahrungsgrundlage für die Menschen. Aber nicht nur das, sie war auch immer schon ein Symbol für Unsterblichkeit, für Weisheit, für Lebensfreude. Und bei den Römern war es auch ein Symbol für Friede und für Diplomatie. Im Mittelalter wurden Haselzweige an Haustüren genagelt, um die Bewohner vor Feuer, Blitzschlag und Krankheiten zu schützen. Jahrtausende zurück geht auch die Nutzung als Wünschelrute von der Haselnuss. Früher hat man ja geglaubt, dass man da auch Schätze und Erze mit so einer Haselrute findet. Und man hat auch Haselzweige über das Bett gehängt, um den Kindersegen zu befördern. Ob das wirklich genutzt hat, ist nicht überliefert. Ganz konkret gibt die Hasel den Menschen so einiges wie die Nüsse und auch die herzförmigen Blätter, die von April bis Juni geerntet und für Tees, Snacks und Backpapierersatz verwendet werden können. Jetzt aber ist die Pflanze vorerst für die Bienen lebensnotwendig. Man sollte daran denken, bevor man einen Haselstrauch umschneidet. Genau.